Hallo, hier ist der Klaus Kattan aus dem Mannschaftsbus vom EHC. Es ist ja jetzt meine 15. DEL-Saison und da waren ja einige Busfahrten dabei in den 15 Jahren, aber eine ist mir in Erinnerung geblieben, als wir mal so einen verrückten Trainer im Mannheim hatten. Der hat mit einer Wasserflasche die Fensterscheibe eingeschmissen und da musste man von Nürnberg nach Mannheim zurückfahren und es war schweinekalt im Bus. Wir haben alle unsere Anoraks angehabt und unsere Mützen aufgesetzt und keiner konnte schlafen. Da ist natürlich der Bus schon ein bisschen bequemer und auch wärmer. Wenn mir wieder was einfällt, dann erzähle ich mal wieder eine Geschichte. Ciao!